Sie haben vorhin erzählt, dass einzelne Kinder plötzlich verschwanden und nie mehr wiedergesehen wurden. Wie haben Sie sich das damals als Kind erklärt, wo die Kinder hingekommen sind? Ja, das haben wir schon gehört, das kamen Transporte. Das hat meine Mutter, meine Tante, alle, die waren immer Vormittag am Fenster, haben sie immer heruntergeschaut, ob kommt ein Transport. Das war so ein Herr, der ist gekommen, der war ganz schwarz gekleidet. Dann, die haben schon gewusst, um was es geht. Und dann der Onkel, das heißt der Mann, die Schwester von meine Mutter, der war sehr oft auf die jüdische Gemeinde und er hat er dort verfolgt und hat er Angst gehabt, das bekommen wir auch einen Transport nicht. Und wann werde die Reihe auf uns sein? Wann müssen wir gehen? Und das habe ich schon gespürt. Und jetzt hat man schon etwas gewusst von Theresienstadt. Weil von dort kamen schon Briefe. Und das hat man schon irgendwie etwas gewusst. Das habe ich etwas gehört von Theresienstadt. Die Kinder gehen dorthin. Wussten Sie noch Näheres, was dort Nein, passiert? nein, überhaupt nicht. Ich habe, gut, ich war 9 Jahre alt, ich habe keine. Ich habe nur den Namen gewusst. Ich habe gewusst, es muss man die Wohnung verlassen. Es darf man Gepäck mitnehmen und so weiter. Aber das habe ich nicht gewusst. So weit habe ich überhaupt nicht gedacht. Erst wenn hat, die waren vor uns im Haus, der Jindra, die sind vor uns, halbes Jahr vor uns gegangen mit den Eltern. Und die, bei denen hat auch die Schwester der Mutter gewohnt, denn die ganze Familie sind auf einmal verschwunden. Wann war das? Das war ein halbes Jahr, das war im Jahre 42, aber glaube ich, im Winter war es in dieser Zeit. Und auf einmal, die haben sich verabschiedet, das war sehr, sehr traurig. Und dann, wenn ich die Treppe, weil die wohnten unten unter uns, dann habe ich gesehen, die Wohnung war verschlossen, es war ein Ziegel drauf, nicht diese Zeichnen, versiegelt diese Wohnung. Und es kam niemand dorthin. Und dann war es mir ganz klar, das war sehr traurig. Wir müssen hier das Band wechseln. Ja. Kam sie jemand abholen? Nein, das war so. Sie haben diesen Transport, diesen Zettel für das Transport bekommen, diese Bescheinigung. Und dann war es ganz früh morgen, muss man gehen. Jetzt hat man sich so einen kleinen Handwagen geliehen für das Gepäck, nicht für die ganze Familie. Und in dieser Nähe von uns war so ein Sammelplatz. Es hat geheißen Radiopalast und dort waren wir alle versammelt. Von, kann man sagen, von der ganzen Prag und von der Umgebung und so weiter. Und dort muss man sich melden und in diesen großen Hallen, das war ein Messengelände früher. Und in diesen großen Hallen waren wir versammelt. Und dann hat man gewusst, das ist dieser Sammelplatz dort. Was musste die Bevölkerung von Prag Ihrer Ansicht nach von den Deportationen, von den Transporten gewusst haben? Das ist jetzt subjektiv. Wahrscheinlich sehr wenig in dieser Zeit. Weil wir müssen früh morgen, schon um 4 Uhr, auf diesem Sammelplatz sein. Das heißt, dass die Bevölkerung hat noch geschlafen. Die Arbeiter, das war für die noch zu früh, nicht? Die Schicht gehen, das fängt an so um 6. Es hat uns fast nie, ich glaube, sehr wenig Leute gesehen. Die, welche haben es gewusst, die haben sowieso hinter den Gardinen geschaut. Und dann kann ich sehr wenig darüber sagen, weil ich weiß es nur von den Kindern und den Erwachsenen. Mit denen habe ich sehr wenig Kontakt gehabt. Können Sie bitte die Umstände beschreiben, die zum Transport Ihrer Familie geführt haben? Denn wir waren ein sehr unglücklicher Transport, weil das war dieser Transport nach dem Attentat am Heinrich.
Und da durften wir sehr wenig Gepäck mitnehmen überhaupt, weil das war eine Strafe. Weil früher vor uns die Transporte, die konnten bis 100 Kilo mitnehmen. Aber wir dürfen nur 50 Kilo Gepäck. Pro Familie oder Pro Kopf und pro pro Kopf? Kind 25. Wie kann ich mich noch erinnern? So war es gesagt. Darum haben wir diese kleine Handwagen gehabt, weil da kann man es nicht tragen so weit. Und das war sehr große Nervosität. Und jetzt hat man nicht gewusst zu Hause, was sollte man mitnehmen, was sollte man nicht. Auf jeden Fall hat man gesagt, es sollte man Schlafsäcke mitnehmen. Meine Mutter hat schöne Schlafsäcke machen lassen. Und dann hat man gesagt, es sollte man Zigaretten, für Zigaretten kann man dort viel kaufen. Das war so zwischen den Leuten, hat man so gesprochen. Dann hat meine Mutter, das war sehr schwer, hat sie Brot gebacken und in diesem Brot hat sie Zigaretten eingepackt, oder wie soll ich es sagen? Das sollen wir dann etwas. Dann hat man gesagt, es sollte man sehr viel Zucker mitnehmen. Wir haben sehr viel Zucker mitgehabt, weil es das ernährt und das gibt Kraft und, und. Und aus meiner Ansicht. Größte Sorge war meine Puppe. Die musste ich auch mitnehmen. Und mein kleines Koffer, wo waren die die Puppenkleider nicht? Meine Kleider, das brauchte ich nicht mitnehmen, aber alles für die. Meine Lieblings, das war die Puppe Wie nicht. sah sie aus, diese Die war Puppe? sehr schön. Es hat man damals gesagt, weil bei uns hat man es nicht erzählt, es waren deutsche Puppen, hat man gesagt. Die war groß. Haare gehabt. Sie hat dunkle Augen gehabt, keine blauen Augen. Normale Puppen haben blaue Augen gehabt in dieser Zeit, aber meine war dunkel. Und die durfte ich mitnehmen. Das hat mir meine Mutter bewilligt. Und ich musste, das möchte ich, das war auch mein Liebling oder heutzutage meine beste Erinnerung und sage ich noch heute, meine beste Freundin. Und zwar, da ich musste, weil in dieser Zeit dürften wir kein Klavier zu uns in Wohnung transportieren. Das war verboten. Überhaupt eine große Gegenstände dürften wir nicht, ob alles Radio, das mussten wir sowieso abgeben. Und dann hat man gesagt, eine Mädchen, und die muss irgendein Instrument spielen. Das war so früher. Und dann musste ich auf diese Klavierharmonika spielt. Dann eines Tages sind sie nach Hause gekommen und haben gedacht, sie machen mir eine große Überraschung, eine große Freude. Und dann habe ich auf diesen Koffer geschaut und dort war, ich habe gedacht, ja, das ist eine Schreibmaschine. Prima, kann man etwas lernen. Nein, die haben es aufgemacht und es war eine Hand, also diese Pianoharmonika. Ja, da war ich unglücklich. Da habe ich gewusst, ich muss jetzt spielen. Und dann, mache ich ein bisschen durcheinander, glaube ich, weil es ist wieder die frühere Zeit mit dem Indra noch. Dann wir alle beide mussten wir auf diese Harmonika spielen und wir haben auch einen jüdischen Lehrer gehabt. Er hat gut gespielt, aber mir hat es sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich habe es nicht gerne diese Stunde bekommen oder ich habe überhaupt nicht gerne gespielt. Aber es musste sein. Und wenn er dann abtransportiert war, das war, wie habe ich schon erwähnt, ein halbes Jahr vorher, dann habe ich gewusst, ja, jetzt muss ich schon nicht mehr Harmonika spielen. Der Lehrer war auch abtransportiert. Dann war es auch gut oder musste er in Transport gehen. Und dann habe ich schon niemanden gehabt und ich musste nicht Harmonika spielen. Aber diese Harmonika dürfen wir nicht mitnehmen. Das war gut so. Ich konnte meine Puppe mitnehmen. Aber meine Mutter hat viele Sachen zum Bekannten gegeben. Das waren Bekannten noch von Schulfreundinnen.
die waren nicht jüdisch, nicht? Und das hat man immer in die Nacht, das musste ich schon schlafen gehen. Und dann habe ich nur gehört, die Türe, die gehen auf und so. Und dann hat man es denen gegeben. Das war zum Beispiel diese Harmonika und dann waren es noch ein paar Kleiderstücken, weil Schmuck, Radios und überhaupt diese Gegenstände, Luxusgegenstände, hat man damals gesagt, muss man alles abgeben. Das war eines Tages, das war auch am Rande von Prag, in Střešovice, kann ich schwer übersetzen, diesen Viertel. Und dort mussten wir alle unsere Sachen mitbringen. Eheringe. Und ich, wann war ich geboren, hat mir mein Vater schon damals, aber das war ein Armband geschenkt, aber für Kinder. Und diese Armband wollte meine Mutter nicht abgeben. Und die Harmonika, das waren zwei Sachen, welche haben wir behalten. Die haben wir die ganze Zeit durch den Krieg. Meine Mutter hat es im Mund gehabt, diesen Armband, das war von meinem Vater. Bis Ende des Krieges. Es war Ende des Krieges, ich habe es verloren. Armband, das heißt nur so am Rande. Und diese Harmonika hat sie diesen Bekannten gegeben. Und nach dem Krieg, die Harmonika war immer dort. Sie, die Harmonika hat bis heutigen Tag immer irgendwo, es ist kein lebendiges Gegenstand, die hat immer an mich gewartet. Bis heutigen Tag habe ich sie immer gefunden. Dann sind wir geflüchtet bis hierher, nicht? Konnten wir nicht, wir waren da in Ferien und so haben wir da geblieben. Aber dann waren die Grenze wieder offen, sind wir nach Prag gegangen, die Harmonika war dort. Und die ist so in Ordnung, wie wenn wir das in sein. Das ist meine beste Freundin, welche wartet immer auf mich. Das ist nur so. Bin wieder zurückgegangen, das sollte ich früher vielleicht erwähnen. Ist mir jetzt in den Sinn gekommen. Wann mussten Sie sich genau um? In welchem Jahr, in welchem Monat einfinden an dieser Sammelstelle? Das kann ich Ihnen nicht sagen, den Tag. Das ist schon lange her. Es war in den 40er Jahren, 39, 40, in dieser Zeit war es. Weil ich weiß, wir haben schon kein Radio gehabt zu Hause und nichts. Und dann hat man auch Angst gehabt, auf diese Harmonika zu spielen und so. Da sollen es die Leute nicht hören im Haus und so weiter. Aber genau, das weiß ich nicht. Das werde wahrscheinlich mein Mann wissen. Also meine Frage war, wann wurden Sie deportiert? Im Jahre 42. Wer war von Ihren Angehörigen mit Ihnen dabei? Ja, gut, wir haben schon den Transport, die Aufforderung für den Transport, bekommen im März, glaube ich. Das war für mich, für meine Mutter und für diesen kranken Onkel. Und weil waren wir alle so zusammen, dann hat die Schwester meiner Mutter gesagt, wir haben keine Kinder. Du hast dich die ganze Zeit um den Bruder, das ist der kranke Onkel, gekümmert. Und du bleibst da und wir werden es versuchen, es statt euch zu gehen und vielleicht werde die Zeit schon nicht mehr schlimmer sein, wie ist es jetzt. Und ihr könntet da bleiben. Und dann haben sie es auch geschafft. Sie haben gesagt, sie gehen statt uns. Und dann sind sie gegangen. Wir sind noch 3 Monate geblieben und dann haben wir auch den Transport bekommen. Und die sind schon nicht mehr zurückgekommen. Was ist Onkel. Mit ihnen passiert? Sie sind nach Zámoš gekommen, von Zámoš ist niemand zurückgekehrt. Aber durch Gespräch habe ich irgendwo gehört, nur, aber das kann ich nicht bestätigen, weil der Onkel war ein Deutscher. Dann hat er auch mit den Deutschen in Zámoš oder in den Konzentrationslager, konnte er mit ihnen Gesprächen führen und so weiter. Und die sollten ihm geholfen,
Pflicht zu pflichten, aber sie verlangten Geld. Das Geld war irgendwo bei Bekannten in der Umgebung von Prag und von diesen Leuten habe ich es nach Krieg gehört. Ein deutscher Soldat ist gekommen und er verlangte Geld für Kopf, für diesen Kopf und dann konnte er flüchten. Und die haben ihm kein Geld gegeben für das, für diese Flucht. Und der sollte zurückkommen zu ihm und sollte alle beide erschossen auf den Grenzen. So habe ich es von diesen Leuten gehört. Was ist wahr dran? Kann ich nicht bestätigen. Es sind keine Zeugen da heutzutage. Können Sie bitte den Tag des Transportes beschreiben? Was passierte? Wenn ist der Mann gekommen mit diesem so meinen Sie es? Ja, das hat man schon vom Fenster aus gesehen. Er kommt nicht. Das hat man schon 15 Minuten vorher gewusst, bevor ist er vor die Türe geklingelt. Nicht? Welche Nationalität hatte dieser Mann? Auch tschechisch. Er war nur Angestellter der jüdischen Gemeinde in Prag. Und er war immer in Schwarz angezogen, mit schwarzem Hut und wie ist es schon. Und dann, ja gut, dann hat man es übernommen. Und es hat man mir es dann spät gesagt. Wir müssen packen, wir müssen dorthin gehen, wo ist die Tante mit Onkel gegangen. Wir gehen zu denen, sie erwarten uns, auch das hat meine Mutter gewusst, dass sie erwarten uns nicht, aber sie wollte es mir leicht machen. Und wir gehen den und den Tag im Juni, ganz früh morgen. Und es werden dort viele Kinder sein und du kannst dort spielen. Weil der Freddy Hirsch, welcher war auf dem Hagibor vorher, der war noch vor uns in Theresienstadt angekommen. Und von dieser Zeit sind wir schon auch nicht mehr auf diesen Spielplatz gegangen. Er war schon nicht mehr dort. Die Großmutter, die Mutter meines Vaters, die ist auch irgendwie im März ins Lager gegangen, in Konzentrationslager, die habe ich schon nie mehr gesehen. Die war schon, ja, in meinen Augen war sie alt, nee, sie war um die 60, sie war in den Alter, was bin ich heute. Aber für mich war sie schon alt und ist auch nicht zurückgekommen, kann man sagen, die ganze Familie. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, die Schwiegermutter oder meine Großmutter, die erwarten uns schon alle dort und wir werden in die Familie sein und das wird nicht so schlecht sein. Und das habe ich auch so angenommen. Und dann hat man das Gepäck, was habe ich schon vorher erwähnt. Meine Puppe war da vorbereitet mit allen Kleidern und mit allen Dingen. Und so sind wir einmal auch sehr früh morgen gegangen. Meine Mutter hat mich geweckt, nicht? Und die Wohnung geschlossen. Und dann sagt sie, das ist das letzte Mal, was dürfte ich diese Türe schließen. Ich komme nicht zurück. Sie hat es gespürt. Und dann sind wir dorthin in diesen Sammelstelle gekommen, in diesen Radiopalast. Es war so ein Durcheinander. Es waren nur Strohsäcke auf dem Boden. Jeder hat so einen Strohsack bekommen, nicht? Den hat man getragen irgendwohin in eine Ecke. Es waren viele Kinder und kleine Kinder, die haben geweint. Hungrig waren wir noch nicht, weil wir sind von zu Hause gegangen. Nicht? Wir haben im Gepäck noch, wir haben also einen Essschuss gehabt, das mussten wir mitnehmen, das war Vorschrift. Und es waren Leute, welche waren dort schon einen Tag vor uns. Und die sind immer in eine Schlange und dort war so ein großes Gefäß, dort war Suppe. Und sie haben immer mit den Schaufel, in diesen Eschus haben sie diese Suppe bekommen, nichts anderes. Einmal pro Tag haben wir Brot bekommen und wir waren nur 3 Tage dort. Aber es war schlimm. Der zweite Tag war eine Tomatensuppe und die habe ich wahnsinnig gerne. Und damals habe ich mir gedacht, ja, die haben es für mich gemacht, aber es ist nicht so gut wie hat es zu Hause die Mutter gemacht. Aber es war Tomatensuppe und dann war ich schon in besserer Stimmung. Und
Das hat man nicht gewusst, was ist los überhaupt. Das war so ein Durcheinander und Schrei. Und in die Nacht konnte man nicht schlafen. Und es hat man nicht gewusst, wie werde es weitergehen. Wurden Sie registriert? Ja, das haben wir eine Nummer bekommen. Das haben wir schon, die Nummer haben wir schon zu Hause gewusst. Und diese Nummer haben wir schon auf so einen großen Zettel bekommen. Und die mussten wir schon am Hals tragen. So sind wir schon dorthin gekommen. AAV 816, das weiß ich bis heute. Meine Mutter hat 817 Nummer gehabt. Und die haben wir schon auf die Brust getragen. Und das war der Strohsock dort. Und dann haben wir auch diese Nummer 816, die hat mir geblieben. In diesem Moment habe ich meinen Namen verloren. Habe ich diese Nummer angenommen. Bis zu Theresienstadt nicht. Und dann in Auschwitz haben wir wieder andere Nummer bekommen. Und dann habe ich gewusst, das ist schon nicht. Mein Name ist weg in dieser Zeit, war weg in dieser Zeit. Was passierte dann? Dann eines Tages früh morgen war ein Alarm, schnell, schnell alle anziehen, das Gepäck nehmen. Das haben wir noch bei uns gehabt, nicht mit den Schlafsäcken, mit dem Brot und mit allem. Und es war nicht weit, aber es scheint damals sehr weit zu sein. Das war auch Nacht. Sind wir zum Bahnhof, der Bahnhof heißt Bubenec, sagt man nicht. Dort waren Viehwagen für uns schon bereit. Und es war, in, was kann ich mir erinnern, 50 Leute in einem Viehwagen, alt, jung, alles zusammen. Und es war sehr lange gedauert. Und das Geschrei von den Deutschen, das wird man nie vergessen. Hinein und hineinspringen. Ja gut, ich konnte gut damals noch hineinspringen, aber die älteren Leute, die konnten nicht herauf. Es waren keine Treppe herauf oder irgendein Leiter oder etwas. Das muss man irgendwie hereinkommen. Und bis waren wir alle zusammen oder so etwas. Dann der Zug hat sich bewegt und zwar, es fährt man in diesem Viertel vorbei, wo wohnten wir. Und dann, wie ist es in Viehwagen, nicht? Das sind diese kleinen Fenster mit Gitter. Und das dürfen wir letztes Mal Prag sehen. Und dann hat meine Mutter gesagt, geh schnell, schnell, weil da mussten wir alle, wollten wir hineingehen, dann mussten wir schnell, schnell schauen. Und dann haben wir das letzte Mal die Prager Burg gesehen von da aus und unten das Viertel, wo wohnten wir. Und der Wagen bewegt sich weiter und dann haben wir schon nicht mehr gewusst, wohin geht es. Und es hat einen Tag ungefähr gedauert, das muss man, die haben sehr langsam gefahren, nicht? Die Personenzüge haben immer Vortritt gehabt und so, aber das habe ich damals nicht gewusst. Und auf einmal müssten wir heraus. Und dann hat es geheißen, wir sind in Theresienstadt. Alles raus, das war ich immer mit meiner Mutter nicht, die hat alles organisiert, ich habe mich nur an sie gehalten. Und dann hat man weitergegangen, das hat man dann durch den Tor, Arbeit macht frei, nicht? Das bekannte. Habe ich geschaut, was heißt das Arbeit? Das konnte ich auch nicht begreifen, soweit. Und jetzt waren wir wieder registriert, aber nicht nur registriert, aber das wenig, was wir hatten, war kontrolliert. Und etwas war uns auch weggenommen, ich weiß schon heutzutage nicht, aber der Koffer war viel leichter. Aber meinen Puppenkoffer, das konnte ich behalten, aber meine Puppe. Die haben sie angeschaut, das waren die Deutschen nicht, das hat man so durch eine Schleuse, hat man dazu gesagt. Und die haben mir meine Puppe kaputt gemacht. Und das war das Schlimmste, was konnten sie mir antun, weil ich habe gedacht, sie haben gedacht, wir haben etwas versteckt in dieser Puppe. Was war also eine Bakelitpuppe, wie war es früher? Es sind heute wieder dieses Mode, diese Bakelitpuppen. Und die haben mir das kaputt gemacht, zurückgeworfen. Und dann war ich sehr traurig. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, was werde ich jetzt ohne die Puppe machen? Weil ich habe auch keine Geschwister, ich war einziges Kind.
Und vielleicht war es auch ein Ersatz für die Geschwister oder für etwas, wohin konnte ich mich wenden oder die Liebe geben, was ist das im normalen Haushalt? Und meine Mutter sagte, ah, macht das nichts, weißt du. Wir werden sie zusammenkleben irgendwie. Und du musst sie betrachten heute, sie ist krank, die Puppe. Und dann musst du sie auch so pflegen und so. Dann haben wir eine kranke Puppe. Und dann war ich bisschen